bin ich hier an der Grenze zu Slowenien, Paka. Und zwar gibt es hier eine Besonderheit, eine Bunkeranlage, und zwar nicht aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern die ist aus der stalinistischen Zeit. Und zwar hatte Stalin so viel Angst vor Tito in Jugoslawien damals, also Slowenien hat ja damals zu Jugoslawien gehört oder war Teil von Jugoslawien. Und da musste Ungarn damals eine Bunkeranlage bauen. Und zwar musste das Ungarn auch bezahlen und unterhalten. Also da ging unglaublich viel Geld drauf. Und als Stalin dann gab abgenippelt ist, dann ist das wieder verfallen hier. Also ich habe das mal zufällig irgendwo im Internet, habe ich das mal gesehen. Schauen wir mal. Da wollte ich eigentlich schon lange hin, ich habe aber nie Zeit gefunden, weil es so zum Fahrer ein bisschen ungünstig liegt. Ja, da ist sogar ein Klo da. Ich glaube, touristisch ist das Ort hier, wo ich hier bin. Da gibt es diese Dampfbahn, diese, Museumsbahn, dampfbetriebene. Da ist es relativ bekannt hier. Ich denke, da ist noch wesentlich mehr im Wald, wo irgendwann mal vergessen wurde. Da sind jetzt mal Graffitis. Das habe ich so in Ungarn so noch gar nicht gesehen. Also jedenfalls nicht. Ja, hier muss man keinen Eintritt bezahlen. Das ist so offen. Geht der Bunker in die Walschrichtung? Ich glaube, Slowenien ist doch auf der anderen Seite. Aber wahrscheinlich als flankierendes. Ja, als Flanker eingehe oder so. Ja, da ging an so einen Scheiß, ging eigentlich im Kommunismus, Sozialismus unglaublich viel Geld drauf. An der ganzen Rüstung praktisch. Ich weiß gar nicht, wie groß das jetzt hier ist. Aber ich denke, wenn man da mal hier wandert, wird man wahrscheinlich noch mehr davon finden. Ah, die Hinweistafel sieht aber ziemlich neu aus. Ja, Maschinolinie, ich glaube schon ein bisschen übertrieben, also wenn ich das hier so sehe. Wer schon mal an der Maschinolinie war, weiß, was ich damit meine. Weil die hatten ja Eisenbahnen, unterirdische Eisenbahnen. Und es ging ja Kilometer weiter unter Tage. Uiuiui. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da war wahrscheinlich der Feuerlöscher drin, oder? Oder halt, dann hat sie gerade mit einer Handgranate rausgeschmissen. Ja, das sind gerade die Öffnungen. Falls jemand den Bunker springen will, da bin ich dummerweise meine Taschenlampe dabei. Hammer, da geht es zum Geschützturm auch. Da sind wir runterlaufen. Und ich finde ja auch hier wieder raus hier. Also wenn ich herkomme, Taschenlampe mitbringen. Ich habe immer mein Handy dabei. Ich bin ein bisschen spät dran. Heute Morgen war auch schöner Nebel. Das wäre hier cooler gekommen.
Stunde früher. Ja, da sieht man den Turm, wo ich vorher drin war. Das steht halt alles auf Ungarisch dran. Also ich kann da eigentlich immer bloß schätzen, was da drauf steht. Man findet auch im Internet nicht wirklich viel drüber. Also ich habe mal googelt, da landet man, glaube ich, sogar der Haupttreffer bei, auf Seite der ungarischen Armee. Ich glaube, da gibt es ganz wenig. Ich wollte vergessen halt gerade. Ja, die verschiedenen Waffen hier. Die Pack Handgranate, die russische Standardhandgranate. Und das, die Pack könnten aus dem Zweiten Weltkrieg sein. Das ist die 7,62, oder? Ich sehe es nicht da. 57 mm. Aber auch sieht auch so Zweiter Weltkrieg mäßig aus. Ich weiß gar nicht, wenn ich einen Stalin gestorben habe, 50 Jahre irgendwann. Wahrscheinlich vergiftet oder so. Die haben ja so Angst vor dem gehabt, also das ist ja unglaublich. Da habe ich eine Doku gesehen. Also da war, glaube ich, Hitler ein weißer Knabe dagegen. Das ist die gleiche, die. Ja, da ist der Bunker besser beschrieben, der hier ist. Hier ist nämlich ein ganz großer Bunker, gerade links daher. Ist natürlich ohne Lampe. Auch wieder blöd, aber ja, ist halt so. Ja, da könnte auch ein paar Lost Place-Gänger. Ja, genau, das hier. Ja, was da Stahl und Beton drauf ging. Da gehe ich jetzt aber nicht rein. Das ist nur 10 Meter tiefes Loch. Also das sieht fast sogar aus, als ob das obwohl nicht, ist zu klein. Als 4 Kfz oder so. Ja, oder 4 Sturmgeschütze oder sowas. Ja, das ist geil. Ja, ich bin mir sicher, wenn man hier noch weiter rüber geht, findet man hier noch mehr. Wo jetzt nicht touristisch erschlossen ist. Da jetzt extra herkommen würde ich jetzt wegen dem nicht. Das lohnt sich jetzt wieder von Deutschland hier wegen dem hier rüber zum Fahren. Das ist nicht so, aber das kann man mal mitnehmen. Guck, ob ich hier noch was finde. Und wie ich schon sagte, also Maschinenlinie ist schon stark übertrieben. Also das sind ein paar Bunker. Die sind teilweise nicht mal, oder die sind nicht mal durch Tunnel verbunden, sondern nur durch diese Laufgräber. Ja, das ist ja hier das Ding, Stalin und Tito war ja total zerstritten. Das war Jugoslawien, war zwar kommunistisch, aber immer schon ein bisschen offen noch.
Da wurde auch die Winnetou-Filme, Karl-May-Filme, wurden ja alle in Jugoslawien gedreht. Die war da relativ offen. Wir hatten da, Deutschland hatte ja auch relativ früh Gastarbeiter aus Jugoslawien. Und ich glaube auch Westdeutsche gingen in Jugoslawien regelmäßig in Urlaub, damals schon 60er Jahre oder 70er Jahre. Ich weiß gar nicht, ob DDR-Bürger so einfach nach Jugoslawien reisen durften. Also immer interessant. Ich glaube nicht. Ne, das war es eigentlich schon. Aber ich bin sicher, wenn man hier im Wald wandert, dass man da immer wieder auf so einen Bunker stößt. Man müsste halt eine Karte haben, wo das genau gelaufen ist. Weil ich meine, das Holz hier, der Laufgraben, der ist nicht mehr original, niemals. Das ist nachträglich gemacht worden. Wanderklamotten dabei.